Hallo Leute, und zwar heute würde ich euch ein paar Übungen so zeigen. Es sind ein paar physiotherapeutische Übungen vorab. Ich werde die Übungen sicher nicht perfekt ausführen können, aber zumindest für mich reicht es und für mich passt es. Ich mache es für mich, wie gesagt. Und ja, ich würde euch ein bisschen was zeigen. Also, ich werde euch insgesamt 4 Übungen zeigen für den Anfang: 2 für den Rücken, 2 fürs Becken. Und ja, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Die erste Übung geht so, dass man sich hinlegt auf die Seite. So, oberen Fuß anwinkeln. Und da geht es jetzt um die Schulter. Du drückst die Schulter, also jetzt müsst ihr die Schulter nach hinten drücken. Atmen nicht vergessen, es tut am Anfang ziemlich weh, wenn man es nicht gewohnt ist. Und so verweilen ein bisschen, dann wieder retour. Wenn man es nicht so lange schafft oder sonst, dann ist es kein Problem, oder so weit zurück schafft, kein Problem, mit der Zeit geht das besser. Wichtig ist nur, dass man die Schulter wirklich zurückdrückt. Es tut zwar viel mehr weh, sag jetzt mal, als wenn man sie einfach nur so tut. Aber ja, es ist effektiver. Nur wichtig ist, dass das Knie natürlich am Boden bleibt. Also es darf nicht mitgehen, also ich darf jetzt nicht so tun, sondern es wird wirklich am Boden bleiben. Das Ganze macht es dreimal auf der Seite. Dann dreht euch um. Setzt wieder den oberen Fuß an, macht das Ganze dreimal auf der anderen Seite. So, nächste Übung, dann kommen wir wieder zurück. Und zwar legt euch wieder so hin. Das ist natürlich jetzt fürs Kreuz, die 2 Übungen. Ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt, einen leichten, ich sage jetzt mal einen leichten. Operieren muss, habe ich nicht müssen, sagen wir mal so. So, im Endeffekt, Füße zusammen, hoch und das Ganze 10-mal. Man muss schauen, dass man auf jeden Fall da so ein bisschen gerade bleibt. Auf der einen Seite geht es einfacher, auf der anderen geht es eher schwerer. Ich bin am Anfang gerade mal 1-2 cm über dem Boden habe ich meine Füße aufheben können, weil ich das Glied gar nicht tragen habe können und ich gar nichts geschafft habe. Also es war für mich Ding und jetzt kriege ich die Füße zumindest schon einiges weiter auf. Wie gesagt, ich habe es nicht immer gerade oder sonst irgendwas, aber ich habe es zumindest so weit, dass ich es annähernd richtig mache. Wie gesagt, schauen, dass man gerade bleibt. Wie gesagt, ich schaffe es auch nicht immer gerade. Jede Übung, also diese Übung macht man 3x 10 Mal auf jeder Seite. Das heißt, das sind dann insgesamt 30 Mal auf der einen, 30 Mal auf der anderen Seite. Nur nicht nacheinander, also wirklich 10 Mal, dann wechseln, dann wieder 10 Mal, wieder wechseln und so weiter. Ich zeige euch nur für die Hüfte, Beckenbereich Übungen. Und zwar, ich bin ein bisschen hier schon. Und zwar geht es so: man stellt sich so hin. Bisschen versetzt,
so dass man ein bisschen gerade ist, also mit einem geraden Rücken hat. Dann legt man sie einfach so hin, lässt man sie so fallen. Schaut, dass der Fuß wirklich gerade, dass das Bein wirklich gerade ist. Und dann geht man da so runter. Das Ganze dehnt. Und kann sein, dass da direkt beim Becken ein bisschen schmerzt. So einer zirkt, sage ich jetzt mal. Das ist alles ganz normal. Am Anfang hat es mir extrem weh da. Jetzt ist es für mich. Es zirkt ein bisschen, aber es passt alles. Also es ist jetzt nichts Schlimmes. Aber es zahlt sich aus. So, verbleibt man ein bisschen. Dann macht man das Ganze anders mal. Andere Seite. Mein Matten ist ein bisschen zu klein für diese Übung. Aber für das andere passt es. Also, ja. Vielleicht besorge ich mir irgendwann einmal eine größere. Aber vorerst tut es der. Wie gesagt, ist neu. Ich freue mich. Ich habe es in rosa. So. Also das macht man einmal auf der Seite, einmal auf der. Dann kommt noch eine Übung. So hin. Dann geht das jetzt mit diesem Becken im Endeffekt, mit dieser Seite. Man drückt von da hinten das ganze Becken nach vorne. Wichtig ist, man muss gerade sein. Gerade den Oberkörper. Und nur mit da unten, nicht mit irgendwas anderes drücken, sonst macht man die Übung falsch. Und es darf nur da ziehen. In dem Bereich, in dem Beckenbereich. Es darf nirgendwo anders wehtun oder sonst irgendwas. Wie gesagt, sonst macht man die Übung falsch. Das hält man ein bisschen, es sind auch Schmerzen. Es ist bei mir immer noch Schmerzen, aber meine Hüften vertraut sich immer, mein Becken vertraut sich immer. Und mit diesen Übungen passiert das nicht. Oder ich tue es wieder zurück, keine Ahnung, was da genau ist, aber auf jeden Fall geht es mir viel besser. Hoppala, ist mir versunken. Immer wieder dazwischen locker lassen und dann wieder anspannen und Viere drucken. So, das Ganze macht man dreimal. Muss man nicht weiß, wie lange dann. Wenn man jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite Probleme hat, kann man es auf der anderen Seite nicht tun. Mir bringt es nichts, ich habe wirklich keine Schmerzen auf der anderen Seite, Gott sei Dank. Und ja, also wie gesagt, dann von der anderen Seite im Endeffekt entgegendrucken. Ja, das war's schon wieder. Das sind vier Übungen, was ich jeden Tag am Abend mache. Natürlich mache ich viel mehr Übungen und ich werde euch noch viel mehr zeigen. Aber für den Anfang mal diese vier. Ich habe auch klar angefangen mit kleinen Übungen und dann immer gesteigert. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Ich melde mich noch, wenn ich alles fertig habe. Und freue mich schon. Ciao!